Play, Creative Gaming ist eine der wenigen Initiativen, wenn nicht sogar die einzige in Deutschland, die tatsächlich die Auseinandersetzung mit Games unter Gesichtspunkten wie Kreativität und Bildung ernst nimmt und da tatsächlich auch nachguckt und nachbohrt. Das Zweite ist für uns, dass Games in Deutschland immer noch so ein bisschen Thema des Generationen-Gaps sind. Sind eher halt nach wie vor junge Menschen, die spielen, ältere Menschen, die wenig damit anfangen können. Obwohl Spiel doch eigentlich so eine extreme menschliche Grundeigenschaft ist. Und da so ein bisschen die Lücken zu schließen, auch gegenseitig für Verständnis zu werben und eben zu zeigen, dass Games nicht einfach nur das ist, was viele Jahre immer nur in den Medien wahrgenommen wurden, unter Stichworten wie Killerspiele, Ballerspiele, Sucht, Computerspielsucht, ähnliches. Und dass Games inzwischen eine unglaubliche Vielfalt haben und eben nicht nur so die AAA-Titel sind, die in der 37. Folge jetzt irgendwie rauskommen, das ist so das, was uns, glaube ich, umtreibt. Unsere Gesellschaft ist eine digitale und dementsprechend wird das Spielen in der Zukunft immer auch digital sein, nicht nur, davon bin ich fest überzeugt. Und von daher glaube ich, dass für Gaming und für Creative Gaming nach wie vor die Zukunft sehr, sehr groß ist. Und ich glaube auch, dass gerade dieses 10. Play Festival hat nochmal so gezeigt, dass so ein Festival tatsächlich in einer Stadt wie Hamburg eine ganz, ganz große Bedeutung erlangen kann. Weil es eben anders ist als all die anderen Event-Festivals, die es hier gibt, weil es sozusagen von unten kommt, weil es von ganz, ganz vielen Menschen und Institutionen in Hamburg getragen wird und gleichzeitig aber darüber hinaus strahlt, weil immer wieder internationale Gäste kommen, weil die Games international sind. Und das ist, glaube ich, schon das etwas, was auch gepflegt werden muss, wo Hamburg sich auch so ein bisschen nochmal besinnen sollte und gucken sollte, dass es hier wirklich ein Kleinod hat, was zu einer Größe Hamburg gewachsen ist, und das sollte weiter gefördert und finanziert werden natürlich auch.